Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategie TV. Mein Name ist Jens Rabe und wir wollen uns heute mal über ein Thema unterhalten, das hat mit Büchern zu tun. Ich habe diese Bücher schon hier und wir nennen mal dieses Video, mach es dir nicht zu kompliziert. Los geht's! Die Idee zu diesem Video ist mir gekommen aufgrund eines Geschenks. Und zwar hatten wir kürzlich einen Geschäftspartner hier, lieber Günther, viele Grüße. Und er war schon ein paar Mal bei uns, hat auch hier schon bei uns Seminare besucht. Und wir haben uns dann immer mal so unterhalten und da kam auch immer mal das Gespräch auf ein Buch, was zurzeit wird es gar nicht so häufig angesprochen, aber noch vor 4, 5 Jahren, als das mit den Optionen auch so richtig losging, also als wir auch vieles gezeigt haben hier, da haben viele dieses Buch immer angeführt, und zwar gilt das als die, ich nenne es jetzt mal, die Bibel des Optionshandels, und zwar ist das dieser dicke Wälzer hier. Und zwar ist dieses Buch von John Hull, einem, ich glaube, das ist ein Amerikaner. Mal gucken. John Hull, ist das ein Amerikaner? Ich glaube schon, das ist ein Amerikaner. Und dieses Buch ist wirklich ein absolutes Standardwerk. Ne? Das ist hier die 7. Auflage, die ja schon erschienen ist. Ich muss mal gucken, wann dieses Buch mal ursprünglich herauskam. Das steht, glaube ich, nirgendwo hier. Nein, steht nicht hier. Auf jeden Fall, das ist so ein dicker Wälzer hier. Ne? Das ist so ein dicker Wälzer und hat insgesamt knapp 1000 Seiten. So. Und für viele, die sich mit dem Thema Optionen intensiver beschäftigen, ist das wirklich das heilige Buch. Das heilige Buch des Optionshandels, weil darin findest du alles, aber wirklich alles, was du über Optionen wissen kannst. Also, ich nenne euch mal ein paar Sachen. Ich habe es hier einfach mal aufgeschlagen, okay? Und jetzt lese ich euch mal nur eine Überschrift vor. Verwendung von Binominalbäumen für Optionen auf Indizes, Währungen und Futures-Kontrakte. Ja, wir machen hier weiter. Das Modell des exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitts. Wir machen weiter. Wandelanleihen. Terminologie, Future-Optionen, alternative Darstellung des Volatility-Smiles, Begründung für den Smile bei Aktienoptionen und das letzte noch, quadratisches Modell. So, und sieht dann so aus. Ne? Also wirklich ein Buch, was jedem wissenschaftlichen Anspruch Genüge tut. Und du wirst auch kaum Kritik an diesem Buch finden, was das Fachliche anbelangt. Ne? Also auch wenn man hier das Inhaltsverzeichnis mal anschaut, sensationell. Hier sind Tabellen drin, hier sind Formeln drin, hier sind Dinge dabei. Also das ist absoluter Wahnsinn. Ah, hier steht übrigens, es ist 2009 das erste Mal erschienen. 2009. Okay, 2009. So, und allein hier vorne an diesem Buch haben allein in der deutschen Übersetzung ein Professor, zwei Doktoren und ein Diplomkaufmann mitgewirkt. So, was ist jetzt, ich mache euch übrigens einen Link zu dem Buch, ich schätze mal, das gibt es bei Amazon, ich mache euch einen Link hier darunter. So, jetzt ist aber folgender Punkt. Mir fällt immer wieder auf, in unserer Facebook-Gruppe beispielsweise, oder aber auch, wenn ich mit Teilnehmern unserer Seminare hier spreche, dass die fangen an und im Laufe der Zeit stellen die immer wieder Fragen, wo ich denke, warum fragst du das überhaupt? Es ist grundsätzlich immer erstmal gut, Fragen zu stellen, aber mir fällt halt auf, viele wollen es kompliziert haben. Viele wollen es wahnsinnig kompliziert haben, warum auch immer. So, und jetzt will ich euch mal das zweite Buch zeigen. Und das kennt ihr, das ist nämlich das hier. So, ne, das ist das. Und mein Buch, ne, Optionsstrategien für die Praxis, 4. Auflage, ja, ein schönes Buch. Und jetzt einfach folgender Punkt, wenn wir diese beiden Bücher vergleichen würden, ne, dann welches ist das fachlich bessere Buch? Mein Buch, Optionsstrategien für die Praxis, oder aber hier,
Optionen, Futures und wie heißt es überhaupt? Optionen, Futures und andere Derivate von John Hull. Was ist da das bessere Buch? So, fachlich betrachtet. Ohne Zweifel das hier. John Hull hat definitiv ein fachlich hochwertigeres Buch geschrieben als ich. Okay, aber, und jetzt kommt das Aber. Der Punkt ist, mit welchem Buch kannst du in deiner aktuellen Situation als Einsteiger, leicht Fortgeschrittener, mehr Geld verdienen? Wer erklärt dir besser, oder welches dieser beiden Bücher erklärt dir besser, wie du den Einstieg in diesen Optionshandel bekommst? Definitiv das. So, das soll aber jetzt keine Werbung für dieses Buch sein, weil die meisten haben es ohnehin schon. Sondern mir geht es um Folgendes. Macht euch das Leben nicht zu schwer, macht es euch nicht zu kompliziert. Natürlich stehen hier drin wahnsinnig viele tolle Sachen, wo man sagen kann, okay, nice to know, also schön zu wissen, braucht man das aber unbedingt? Nein, das braucht kein Mensch. Musst du wissen, wie du die dritte Ableitung der Volatilität herstellen kannst? Musst du wissen, wie du ein Binomialmodell erstellen kannst? Musst du wissen, wie sich der Smile bei Aktien- und Future-Optionen anhand der Volatilität unterschiedlich entwickeln kann? Der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, frag aber mal Leute, die erfolgreich handeln, die sagen alle, nein. Und ich kann mich noch erinnern, als ich in Amerika war, auf dem Parkett der CME und dann ja auch auf dem Parkett der CBOE, also da habe ich ein paar Leute kennengelernt, die haben mich da auch mal mit hingenommen, da waren ganz, ganz viele Händler, die haben wahnsinnig viel Geld verdient. Und wenn du die über diese Dinge gefragt hättest, dann hätten die nur eins gehabt, ein müdes Lächeln und einen Schulterzucken, weil die gesagt haben, hey, das ist Theorie, das ist für die Quant-Jungs wichtig, für die Jungs in den Hedgefonds, vielleicht noch für die Market Maker oder für die, die eine Software programmieren. Aber für uns Händler, die wir hier tagtäglich handeln, ist das alles nicht notwendig. So, und deswegen ist es ganz einfach so, wenn ihr einsteigt in den Handel, beschäftigt euch mit den Basics, ne? Also beschäftigt euch mit den Grundlagen. Wir haben diese Woche mal ein Video gemacht über so ein ganz simples Thema wie Moneyness. Wenn ich euch fragen würde über die Griechen, ja, was müsst ihr da wissen? Da müsst ihr eben wissen, was ist das Delta, was ist das Vega, was ist das Theta? Das sind die Dinge, die wirklich wichtig sind. Ist es so wahnsinnig wichtig zu wissen, wie das VOMA funktioniert? Ne, oder FOMA, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ja? So, würde vielleicht der eine oder andere sagen, hey, was ist das überhaupt? Könnt ihr googeln, braucht ihr aber nicht zu wissen. Ist es wichtig, wie das Roh funktioniert? RHO? Ne? Nein, ist es nicht. Das heißt, es sind alles Dinge, nice to know, aber unwichtig. Und jetzt ist es ja so, ihr habt begrenzte Ressourcen. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Ihr habt begrenzte Ressourcen hinsichtlich eures Geldes, weil ihr könnt nicht aus einem unendlichen Topf schöpfen. Und ihr habt begrenzte Ressourcen, und das ist eure Hauptressource, die begrenzt ist, eure Zeit. Die meisten von euch, die hier zuschauen, sind garantiert in einem Hauptberuf. Das heißt, ihr verdient euer Geld mit eurer tagtäglichen Arbeit in eurem Büro, in eurem Betrieb, in eurer Selbstständigkeit als Unternehmer, wo auch immer. So. Und dann habt ihr ein gewisses Zeitfenster am Tag, wo ihr euch um eure Investments kümmern könnt. Das ist in der Regel deutlich weniger als die Zeit, die ihr mit dem Erwerb eures Haupteinkommens verbringt. Und diese enge Ressource ist einfach etwas, diese enge Zeitressource, mit der ihr sehr, sehr sorgsam umgehen müsst. Und ich stelle immer wieder fest, dass Menschen sich in immer mehr Details hineinarbeiten, in immer mehr spezifisches Fachwissen hineinarbeiten. Und das ist auch gar nicht zu verurteilen. Aber sie vergessen dabei, dass man das, was man gelernt hat, auch mal in die Praxis umsetzen muss. Das heißt, ich habe Leute kennengelernt, die wissen deutlich mehr über den Optionshandel als ich. Deutlich mehr. Die waren vielleicht mal vor 3-4 Jahren hier auf einem Seminar, fanden das dann toll, haben gesagt, okay, da arbeite ich mich in das Thema weiter rein. Und wenn ich die heute wieder treffe, dann sind das absolute Fachleute auf dem Gebiet des Optionshandels. Aber es sind nur theoretische Fachleute. Weil wenn ich dann frage, und wie läuft es mit dem Handel?
naja, ich teste da jetzt noch und ich habe jetzt noch ein Modell entwickelt und das teste ich aber gerade mal nur auf dem Demokonto. Das heißt, die haben nie umgesetzt. Die sind nicht in die Umsetzung gekommen. Und deswegen, da sind diese beiden Bücher hier nur Symbole dafür. Ne? Ja, ich weiß, dass die Systeme, die wir handeln, dass die nicht perfekt sind. Ich weiß, dass es wahrscheinlich da draußen Systeme gibt, die besser performen. Theoretisch, weil praktisch sind sie von den meisten Privatanwendern gar nicht umsetzbar. Es gibt Systeme, die du 6, 7, 8 Mal hintereinander adjustieren musst, wo du noch zusätzliche Lags aufbaust und so weiter und so fort. Ne? Wenn du jetzt überlegst, was ist ein Lag, dann siehst du schon daran, das ist schon gar nichts mehr für dich. Ne? So, das Ding ist bloß einfach, kannst du das als Privatmann machen? Und ich weiß, dass es manchmal gibt, die sagen, ah, was ihr macht, ist so simpel, ne? Aber hey, was zählt denn am Ende? Wirst du denn am Ende des Jahres, des Tages, des Jahrzehnts, wo du investierst, wirst du denn dafür bezahlt, dass du ein möglichst kompliziertes Modell umgesetzt hast? Oder wirst du bezahlt, weil du ein Modell umgesetzt hast, was funktioniert? Und ich zum Beispiel habe früher alles mit Optionshandelssoftware getestet. Alles. Ich habe jeden einzelnen Trade durchgetestet. Was passiert, wenn da die Vola steigt? Was passiert da? Was passiert da? Ne? Und wir im Büro haben auch immer noch Optionshandelssoftware, Optionstestsoftware. Wahrscheinlich bessere und teurere als viele andere da draußen. Aber ich kann trotzdem einen Trade heutzutage aufsetzen, ohne irgendwas in eine Software eingeben zu müssen. Und wenn ich erst eine Software brauche, um zu wissen, wann der Trade schiefläuft oder nicht, um zu wissen, wann muss ich irgendwie eingreifen in den Trade oder nicht, dann behaupte ich einfach mal, dann ist diese Strategie, die dahinter steckt, für 95% der Menschen nicht realistisch umsetzbar. Das geht einfach nicht. Ne? Das ist nicht umsetzbar. Wir können das jetzt auf viele andere Bereiche, da ist es genauso. Wir hatten kürzlich jemand hier, mit dem haben wir uns unterhalten und der hat das zum Thema Golf erklärt. Ne? Dass Menschen sich jedes Jahr neue Golfschläger kaufen, noch kompliziertere, mit noch besserer Ausstattung und noch mehr. Sind das deswegen jetzt aber bessere Golfer? Nein. Warum? Weil sie die Basics nicht machen und würden sich stattdessen mit einem vernünftigen Equipment auf den Platz gehen und würden einfach mal spielen, hintereinander weg, dann würden sie immer bessere Golfer werden. Und genauso ist es hier. Es ist gut, wenn du Fachwissen hast. Du musst dir auch immer mehr Fachwissen aneignen. Das kommt automatisch auch im Laufe der Zeit. Aber hör auf, es dir so kompliziert zu machen. Versuch nicht erst jedes letzte Detail da irgendwie noch herauszubekommen, sondern sag, okay, ich habe ja eine Strategie, von der weiß ich, dass sie funktioniert, die hat einen positiven Erwartungswert und jetzt fange ich an. Und im Laufe der Zeit, wenn das dann funktioniert, dann kann ich sagen, okay, jetzt versuche ich mich noch zu verbessern. Aber nicht erst sagen, ich muss ein 110-prozentiger Theoretiker sein, bevor ich mal den ersten Fuß in die Praxis setze. Und mit diesen Gedanken entlasse ich euch jetzt ins Wochenende. Wenn ihr Dinge lernen wollt, die in der Praxis funktionieren, dann kommt zu uns in die Akademie. Ihr findet hier unten den Link. Wir begleiten euch vom ersten Tag bis zum erfolgreichen Handel. Wir zeigen euch, wie das geht. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann tragt euch hier unten ein, holt euch einen Termin und dann sprechen wir darüber. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Genießt den sich immer mehr anbahnenden Frühling. Und für alle, die in einer Karnevalsregion leben oder Fastnacht oder Fasching, hello, Allah, wie auch immer, lasst krachen. Und ab nächster Woche geht ja dann die Fastenzeit los. Also, bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg, tschüss, Servus, macht's gut, bye bye.